Heute untersuchen wir, wie sich der Zerteilungsgrad auf die Reaktionsgeschwindigkeit auswirkt. Dies machen wir anhand der Reaktion von Zink mit Salzsäure. Zu den Geräten. Wir brauchen 4 Reagenzgläser, ein Becherglas, einen Spatel und eine Pipette. An Chemikalien brauchen wir Zinkblock, Blech, Granalien und Pulver sowie Salzsäure und Wasser. Zunächst werden die Zinkproben von links nach rechts mit zunehmender Oberfläche in die Reagenzgläser gegeben. Und anschließend wird die konzentrierte Salzsäure dazugegeben. Als grober Indikator für die Reaktionsgeschwindigkeit dient die Gasentwicklung. In allen Reagenzgläsern reagiert nämlich Zink mit Salzsäure exotherm zu Zinkchlorid und Wasserstoffgas. Ich würde ja sagen, dass das Blech trotz scheinbar größerer Oberfläche langsamer reagiert als die Granalien. Und das, obwohl ich vorher beide Oxidschichten weggeätzt habe. Naja, Reaktionen können nur an der Oberfläche stattfinden, da eine Reaktion unter anderem voraussetzt, dass sich die Teilchen auch treffen. Und das können sie nur an der Oberfläche. Je feiner das Zink verteilt ist, desto mehr Zinkatome stehen der Salzsäure zur Reaktion zur Verfügung und verstecken sich nicht im Inneren des Materials. Damit verabschiede ich mich. Tschüss!